Hallo zu einer neuen Folge mitgespielt, der King of Shreds and Patches von Jimmy Mayer. Beim letzten Mal haben wir uns ja im Mermaid Inn umgesehen und haben dort einige Gespräche geführt. Heute will ich mal noch ein bisschen in die Stadt gehen und mal gucken, vielleicht führen uns unsere Schritte auch zu William Shakespeare. Ich bin gespannt, was er uns so zu erzählen hat. Aktuell befinde ich mich immer noch im Common Room des Mermaid Inn. Dort hatten wir ja diesen Arbeiter mit Namen George an dem Tisch am Ofen sitzen. Und mit George haben wir uns ausführlich unterhalten. Wenn wir uns die Karte angucken, mehr gibt es hier eigentlich nicht, keine weiteren Ausgänge. Ich glaube auch, der Raum soll einfach nur dazu dienen, uns ein bisschen mit Informationen zu versorgen. Dann gehen wir doch einfach nach Osten und dann nach Südosten, um entsprechend hier wieder auf Cheapside zu sein. I, Mermaid Bar. Hier steht nach wie vor der Wirt Simon, der Honig schwitzt, wie uns George erzählt hat. Also der Kerl mit dem guten Herzen. Southeast, Cheapside. You wave goodbye to Simon Eames before going on your way. Ja, netter Zug. Grüßen nochmal zum Abschied. Verlassen dann die Bar. You're standing on a large square at the western end of Cheapside, one of the busiest and most fashionable streets in all of London. Some of the buildings here reach a full 5 stories in height, but towering over even these is the impressive but rather shabby-looking St. Paul's Cathedral off to the southwest. The ground floors of the buildings generally contain shops, frontage creaking and swinging. Goldsmith are particularly common. Ja, das ist die Beschreibung, die wir eigentlich schon kennen. Mermaid Inn sits inspiciously behind Cheapside Cross. The Mermaid Inn sits inconsistently. Ich kann dieses Wort nicht aussprechen. The Mermaid Inn sits inconsistently behind the Cheapside Cross on the northwest of the square, and you can return to your place of business by making your way south through a maze of side streets. Wood Street runs north toward Cripplegate and the current residence of Shakespeare. Further westward is the Ludgate exit from the Walled City and beyond Westminster. Ja, wir können nach Norden gehen, Wood Street, und nach Westen, Ludgate exit. Gehen wir mal zu Shakespeare. Gehen wir nach Norden. You make your way north into the heart of the Plague Zone with considerable trepidation, turning off the main thoroughfare of Wood Street to find the Mountjoy residence at a junction of 2 smaller lanes, Silver and Monkswool. Something is very wrong here near the southwest corner of the city walls. Many of the usual teeming shops and taverns are closed down. Even some of the houses are boarded up and apparently abandoned. The Mountjoy residence, current abode of William Shakespeare, stands to the east. The south is Cheapside and the heart of the city. Tragen wir uns doch gleich mal wieder auf der Karte ein. Silber and so. Mountjoy Residence stands to the east. Und? Okay, weitere Ausgänge scheint es gar nicht zu geben. Erstaunlich. Ich dachte eigentlich, ich käme jetzt hier vielleicht noch nach Norden, Richtung Bedlam. Geht das? North. It is getting late. Perhaps a return home to sleep on your next move would be better than wandering idly about the city. Ja, gut. Eigentlich wollten wir tatsächlich schon schlafen, aber die Neugier treibt uns einfach an. Wir gehen mal nach Osten. Your lack a key that fits to the Mountjoy's door. Knock door. This is hardly an appropriate hour for visiting. Ah, okay, das Spiel will unbedingt, dass ich schlafen gehe. Kann das sein? Gibt es hier noch mehr? Silver and Monkswool. Okay. Geht nur nach Süden. Cheapside. Was passiert, wenn wir hier nach Westen gehen? It is getting late. Perhaps a return home to sleep
And your next move would be better than wandering idly about the city. Okay, das Spiel will unbedingt, dass ich nach Hause gehe. Dann gehen wir nach Süden. You stand near the Thames on the appropriate name Thames Street. Ja, ja, ja. The Mermaid Inn is located the short distance to the north here of Cheapside. Wir sind hier. Um in unser Haus zu gehen, geht's nach Süden. You unlock the printwork door. You open the printworks door. Fletcher's Printworks. On the table are an inkball and a tympan. Empty. Sleep? Ah, okay. Damit lege ich mich dann schon ins Bett. You shut and lock the door before proceeding to bed. Okay, das Spiel nimmt's ganz genau. You lie down and close your eyes. But sleep is long in coming. The force of what you have seen today is not lost on you. And yet you also feel a vaguely shameful but undeniable compulsion to learn more about Croft's voyage into madness. Something tells you you are treading onto dangerous ground. Ground that is dangerous not just to your body but to your very soul. Yet even as you hate yourself for it, you are already making plans to continue your investigation tomorrow rather than informing the city watch of your dark discovery and taking time to properly mourn your poor dissipated friend. Ich schließe die Tür und verschließe sie auch, bevor ich ins Bett gehe. Ich lege mich hin, schließe die Augen, aber der Schlaf will mich einfach nicht ereilen. Die Gewalt, die ich heute gesehen habe, lässt mich einfach nicht los. Und trotzdem habe ich so ein leicht schamhaftes, aber doch ein drängendes Gefühl, mehr über Crofts Reise in den Wahnsinn zu erfahren. Irgendwas sagt mir, ich bewege mich auf gefährlichem Grund. Nicht nur eine körperliche Gefahr, sondern auch eine seelische. Auch wenn ich mich dafür hasse, ich mache schon Pläne, wie ich meine Nachforschungen am nächsten Tag weiter vorantreibe, anstatt pflichtbewusst die Wache über meine dunkle Entdeckung zu informieren und meinen armen, fehlgeleiteten Freund zu betrauern. There are more things in heaven and earth, Horatio, than I dreamt in your philosophy. Hamlet, Akt 1, Szene 5. The rhythmic rat-tat-tat of a messenger's knock at the door to your shop awakes you from a fitful sleep. You jump up from the bed in a confused haze, blinking blearily in a grey morning light which filters into the room through innumerable chinks in the wall and ceiling just in time to see an envelope being shoved under your door. Fletcher's Printworks. Your modest home and place of business is dominated by your printing press, a large contraption of wood, metal and some standing in a place of honor at the center of the room. Okay, das ist die Raumbeschreibung, die kennen wir schon. A messenger has shoved a small envelope under your door. On the table are an inkball and a tympan, empty. Das rhythmische Ratatat des Klopfens eines Bodens an meiner Tür reißt mich aus meinem unsteten Schlaf. Ich springe von meinem Bett auf und gucke verwirrt umher, blinzle dabei in das graue Morgenlicht, das durch die Ritzen in den Wänden und der Decke hereinschimmert. Und zwar gerade noch rechtzeitig, um mitzubekommen, dass ein Umschlag unter meiner Tür hindurchgeschoben wird. Ja, ich bin nach wie vor in Fletcher's Printworks, meinem Zuhause und dem Platz meiner Arbeit. Und ein Bote hat einen kleinen Umschlag unter meiner Tür hindurchgeschoben. Nehmen wir uns mal den Umschlag. Get envelope taken. Your name and address are neatly scribed on the front of the envelope, and it has been sealed with a neat daub of wax. Your heart quickens. You know those neat capitals well, as you do the aroma of perfume that drifts from it. Die Schrift kommt mir wohl schon mal bekannt vor. I'm not sure what you are referring to. Okay, ich glaube, es gibt nur eine Chance. Wir müssen den Umschlag öffnen. You pry up the seal to reveal a single neatly folded sheet of writing paper within. Get paper. The neatly written note taken. Die habe ich jetzt im Inventar, richtig? Genau. A neatly written note. Read. Neatly note.
Dear Robert, I leave this note in the hope that you may be able to help me. My dear cousin by marriage from Amsterdam, Marine Burnett, was due to meet me at my home 2 weeks ago, yet she has not arrived. I have sent word to her father in Holland, yet he says that she boarded a boat for London on the appointed day. He sent her to first stay with another cousin, Johannes van der Wyk, a Dutch chevalier which premises on London Bridge. I have visited this shop and there is no reply to my knocking. Indeed, it appears to me as if the shop has been closed for some time. Please, I know this may seem a strange request, but I have nowhere else to turn. Please help me find my cousin. Affectionately yours, Lucy. Ooh. You and Lucy Henry used to spend quite a bit of time together. She is remarkably bright and has an excellent education for one of her sex, albeit combined with a dangerous impulsiveness. After meeting at a revival of the Spanish tragedy, you became fast friends, united by your love of books and the theater. You even began to hope that Lucy's widowed mother might accept you as a suitor to her daughter, in spite of your questionable line of business and lack of a stable income. Unmarried at 25, Lucy was, after all, flirting dangerously with old maidhood, and she displayed little interest in any of the other claimants to her heart. Then, about 6 months ago, Lucy suddenly informed you that your relationship was at an end and insisted that you break off all contact. You, of course, suspected her of having found a new suitor. She denied the accusation, but without providing any alternative explanation, and you haven't spoken to her since the ensuing quarrel. You have done your best to accept the situation and move on with your life, but these things are never easy. One thing you do know. Lucy is too proud to have written to you now unless she felt desperate for your aid. Even though this occult mystery you stumbled into seems much more interesting than chasing a little lost Dutch girl around London, the temptation to go to her and see if you can help her appeals to your sense of chivalry. Not to mention your lingering hope that things can again be like they once were been to the two of you. Lucy lives with her mother on Aldgate Street, a short distance northeast of London Bridge. Okay, wir haben also den nächsten Auftrag. Im Brief lesen wir: Lieber Robert, ich hinterlasse dir diese Notiz in der Hoffnung, dass du in der Lage bist, mir zu helfen. Meine Cousine durch Heirat aus Amsterdam, Maren Barons, wollte mich vor 2 Wochen besuchen, ist aber nie angekommen. Ich habe ihrem Vater in Holland geschrieben und er sagt, sie ging an Bord eines Schiffs nach London für den angegebenen Tag. Er schickte sie, damit sie zunächst einen anderen Cousin, Johannes van der Wyk, einen schwedischen Juwelier mit einem Geschäft auf der London Bridge zu sehen. Ich habe dieses Geschäft besucht, aber auf mein Klopfen gab es keine Antwort. Tatsächlich erscheint es mir so, als wäre dieses Geschäft schon lange geschlossen. Bitte, ich weiß, es klingt nach einer seltsamen Anfrage, aber ich habe sonst niemanden, an den ich mich wenden kann. Bitte hilf mir, meine Cousine zu finden. In Zuneigung, Lucy. Lucy, Henry und ich haben wohl einige Zeit miteinander verbracht. Sie ist bemerkenswert intelligent und hat eine außergewöhnliche Bildung für jemanden ihres Geschlechts. Besonders in Kombination mit ihrer Impulsivität. Nachdem man sie nach einer Aufführung von The Spanish Tragedy gesehen hat, wurde man schnell Freunde, vereint durch die Liebe zu Büchern und dem Theater. Man begann sogar, sich darauf Hoffnung zu machen, dass Lucys verwitwete Mutter einen als Umwerber für ihre Tochter akzeptieren würde. Auch wenn man eine etwas zweifelhafte Karriere und den Mangel an einem stabilen Einkommen vorweisen musste. Lucy flirtete aber gefährlich mit der ewigen Jungfernschaft und zeigte auch wenig Interesse an den ganzen Anwärtern auf ihr Herz. Dann, vor etwa 6 Monaten, ließ Lucy dich wissen, dass eure Beziehung am Ende war und
dass ihr sämtlichen Kontakt abbrechen müsstet. Ich vermutete, sie hat einfach einen neuen Verehrer gefunden. Sie verneinte diese Vermutung, aber blieb eine andere Erklärung schuldig. Und man hat seither nicht mehr mit ihr gesprochen. Man hat sein Bestes versucht, um die Situation zu akzeptieren und mit seinem Leben weiterzumachen, aber diese Dinge sind eben nicht einfach. Eine Sache ist mir aber bewusst. Lucy ist einfach zu stolz, um so eine Nachricht zu schreiben, außer sie benötigt wirklich sehr verzweifelt unsere Hilfe. Dieses okkulte Rätsel, in das ich hier gerade hineingestolpert bin, erscheint mir doch sehr viel interessanter als ein kleines holländisches Mädchen durch London zu jagen. Die Versuchung, zu ihr zu gehen, um zu sehen, ob man ihr helfen kann, berührt allerdings meinen Sinn an Ritterlichkeit. Ganz zu schweigen von der Hoffnung, dass die Dinge wieder so werden könnten, wie sie früher einmal zwischen uns gewesen sind. Lucy lebt mit ihrer Mutter in Aldgate Street, ein kurzes Stück Nordosten über die London Bridge. London Bridge haben wir schon auf der Karte. Da sollten wir uns den Weg einzeichnen. So, Nordwest. Das heißt, wir haben schon mal wieder wesentlich mehr Aufgaben, als uns lieb ist. Wenn wir über Aufgaben nachdenken, was kommt uns denn da in den Sinn? You consider your present situation. Getting emotionally entangled with Lucy again is perhaps against your better judgment. But if she really needs your help, can you in good consistence refuse her? You should pay William Shakespeare a visit at his home at Silver and Monkswell Street. Perhaps he can explain his involvement in all this. You should pay a visit to Bedlam Sanitarium and see if you might speak to David Moore. Drei Aufgaben. Lucy, Shakespeare, David Moore. Ich bleib beim Plan. Ich besuche William Shakespeare. Das heißt Norden. You unlock the printwork door. You open the printwork store. Keine weiteren, ne? North, Cheapside. North. You make your way north into the heart of the plague zone with considerable trepidation, turning off the main thoroughfare of Wood Street to find the Mountjoy residence at the junction of two smaller lanes. You step around a large pile of ashes in which are mixed bones and other remnants of someone's meal. Bedeutet das vielleicht irgendwas? Ashes? I'm not sure what you are referring to. X pile? I'm not sure what you are referring to. X meal? X bones? Okay, das ist vielleicht tatsächlich nur Atmosphäre. Gut. Dann. Osten. Your lucky key that fits the Mountjoy door. Knock. Door. After a brief delay, William Shakespeare himself opens the door. Noting your shocked expressions, he says, I know opening one's door for oneself isn't quite a fashionable thing here in London, but it seems that all of M. Mountjoy's servants are indisposed at the moment. Just like the French, eh? He flashes you a smile, but then gives you a close looking over. I don't believe I know you, sir, and I'm afraid I'm really quite busy. Is there something I can help you with? Preferable quickly. Wir klopfen an die Tür und nach einer kurzen Zeit öffnet Shakespeare höchstpersönlich die Tür. Er bemerkt natürlich unsere Überraschung und sagt, ja, ich weiß, die eigene Tür zu öffnen ist nicht gerade in Mode hier in London, aber es scheint, als wäre Mr. Mountjoys Dienerschaft gerade alle indisponiert.
Ungefähr so wie die Franzosen, was? Er wirft uns ein Lächeln zu, schaut uns dann aber etwas genauer an. Ich glaube nicht, dass ich Sie kenne, mein Herr, und ich fürchte, ich bin sehr beschäftigt. Gibt es etwas, womit ich Ihnen helfen kann? Bevorzugt schnell. You could ask him about London Plague, John Croft's Fate, David Moore or Mountjoy Residence or tell him about yourself or John Croft's Fate. Okay, also wieder verschiedene Aspekte. Und damit ich mir das nicht alles immer merken muss, kopiere ich mir das gerade eben mal hin. Das spart mir jetzt das ewige Scrollen. Ask about plague. I appreciate you taking such an interest in my affairs, Shakespeare says, but really, it's quite unnecessary. Ja, ich habe auch schon wieder plague falsch geschrieben. Ask about plague. Do you always knock on strangers' door and ask intrusive questions, or is today somehow special? Shakespeare asks with a mixture of amusement and annoyance. Also mit so einer Mischung aus Amüsement und Ablehnung meint er, klopfen Sie immer an fremder Leute Türen, um eindringliche Fragen oder Fragen nach der Besonderheit zu stellen? Ask about Croft. Halt, da sollte noch ein Leerzeichen rein. Croft. Perhaps you should find another stranger to quiz, Shakespeare says. I'm really quite busy with my work at the moment. Okay, also auch die Frage nach John Croft scheint ihn eher zu verärgern. Vielleicht sollten Sie jemand anderen für ihr Quiz suchen. Bin wirklich gerade sehr beschäftigt mit meiner Arbeit. Ask. Dann erzählen wir ihm doch mal von Croft. Tell about Croft. You can think of anything meaningful to say about the topic. Shakespeare shuts the door with an expression somewhere between bemusement and annoyance. Da habe ich jetzt wohl gerade gezögert oder ich habe zu viele Fragen gestellt. Auf alle Fälle hat er mir die Tür vor der Nase zugeschlagen. Klopfen wir nochmal. Shakespeare opens the door again. What on earth do you want? Also macht die Tür nochmal auf. Was zur Hölle wollen Sie? Nein, was zum Himmel wollen Sie? Wörtlich, was zur Erde wollen Sie? Tell about Croft's fate. Tell him about Croft. Oh, das war das Richtige. You introduce yourself and explain to Shakespeare that you were an acquaintance of John Croft. Shakespeare looks surprised, perhaps even nervous at your mention of the name, but picks up one other nuance in your words as well. Where? Yes, you say. I'm afraid. Croft passed away recently under decidedly strange circumstances. I have a soft spot for the old teacher, and I'm trying to find, for my own satisfaction, if nothing else, exactly what those circumstances were. Shakespeare looks at you with eyes that seem to read your soul. Apparently, what he sees is acceptable, for he says, yes, I have similar feelings about him. He was perhaps a weak man, a slave to his humor, but he wasn't a bad man. Come inside if you like and tell me how he met his end. With that he holds the door wide open. Jetzt dürfen wir rein. Mountjoy's Drawing Room. Ja, vielleicht erstmal oben. Also, man stellt sich selbst vor und erklärt Shakespeare die Umstände der Bekanntschaft mit Croft. Shakespeare wirkt überrascht, aber ebenso etwas nervös, als man den Namen erwähnt, aber begreift schnell eine gewisse Nuance in den eigenen Worten. War?
Ja, sagt man, es tut mir leid, aber Croft verschied kürzlich unter sehr besonderen Umständen. Ich habe einen besonderen Ort in meinem Herzen für diesen alten Kerl und versuche mehr herauszufinden. Und sei es nur, um meinen eigenen Wissensdurst zu stillen. Shakespeare schaut einem in die Augen, als wollte er in der eigenen Seele lesen. Und was er sieht, findet er akzeptabel, denn er sagt, ja, ich habe ähnliche Gefühle für ihn. Er war vielleicht ein schwacher Mann, ein Sklave seines Humors, aber er war kein schlechter Mann. Kommen Sie rein, wenn Sie möchten, und erzählen mir, wie es mit ihm endete. Und damit hält er die Tür weit offen und man darf eintreten. Mountjoy's Drawing Room. On the chair. This airy room is dominated by a series of large paintings on gilt leather wall hangings that are as striking in their subject matter as in their superb execution. Several elegant chairs piled high with plush cushions make up the room's furniture, while richly woven matting covers the floor. Even the hearth and ceiling are decorative. The whole room has an air of fashionable prosperity that falls just on the right side of decadent, at least from the perspective of a man who spends most of his evening in a cramped, dingy printworks. The door back outside is to the west. Shakespeare sits across from you, looking slightly out of place but not uncomfortable in these opulent surroundings. You explain your relationship with Croft and how you came to find his corpse swinging from the rafters in his bedroom. You also tell Shakespeare about bizarre diary pages you found, pages that led you here. When you finish your story, Shakespeare gives you an impressed look. You certainly are a determined one, aren't you? You are, I suspect, a braver man than I. Croft had involved himself in things that took not just his life, but his very soul. The best advice I can give, not that you will take it, is to just leave this alone. There is enough in the world of sunlight to fill many lifetimes. Why delve into the world of darkness, into things so far beyond mankind's ken? You could ask him about London plague, John Croft, David Moore, or Mountjoy residence, or tell him about Christopher Marlowe. Man sitzt also in Mountjoys Zeichenraum, und zwar auf einem Stuhl. Dieser luftige Raum wird dominiert von großen Gemälden auf Lederleinwänden, die eine genauso starke Strahlkraft haben wie ihre hervorragende Ausführung. Einige elegante Stühle mit hoher plüschbezogener Lehne bilden die Einrichtung des Raums. Dann ein reich gewobener Teppich, den Boden bedeckt. Sogar der Herd und die Decke sind dekorativ. Der ganze Raum hat eine Atmosphäre von modischer Erscheinung, die genau auf die richtige Seite von Dekadenz fällt. Besonders aus der Perspektive eines Mannes, der am liebsten den ganzen Abend mit der Nase in staubigen alten Büchern verbringt. Es geht eine Tür nach draußen, nach Westen. Shakespeare sitzt uns gegenüber, wirkt etwas fehl am Platz, fühlt sich aber wohl nicht unkomfortabel in dieser opulenten Umgebung. Man erklärt sein Verhältnis zu Croft und wie es dazu kam, dass man seinen Leichnam schwingend vom Balken seines Schlafzimmers fand. Und man erzählt Shakespeare auch über diese bizarren Tagebuchseiten, die man gefunden hat. Diese Seiten, die einen hierher geführt haben. Nachdem man zu Ende erzählt hat, schaut einen Shakespeare beeindruckt an und meint, Sie sind sehr entschlossen, oder? Sie sind, vermute ich, ein tapferer Mann als ich. Croft war in Dinge verstrickt, die nicht nur sein Leben gefährdeten, sondern auch seine Seele. Den besten Rat, den ich Ihnen geben kann, nicht, dass Sie ihn annehmen würden, ist, diese ganze Sache ruhen zu lassen. Es gibt genug in der Welt des Sonnenlichts, um so manches Leben zu füllen.
Warum in die Welt der Dunkelheit tauchen, so weit jenseits hinter der Kenntnis der Menschheit? Und auch hier kann ich wieder verschiedene Fragen an William Shakespeare richten. Vielleicht mag er mir jetzt mehr Informationen geben. Ask about plague. You ask Shakespeare, why on earth he stays here at the very epicenter of the plague outbreak? It suits me here. I've survived outbreaks before and I fully expect to survive this one, Shakespeare replies. A bright glow comes to his eyes like some consciousness of destiny as yet unfulfilled. As yet unfulfilled. It fades as quickly as it came and some of that aspect of the clerk returns. It's damned inconvenience, so what with the private counsel threatening to close the globe yet again? It's not easy for a working playwright to earn a living in times like these, and yet you are aware that he has already earned for himself a comfortable living indeed. Man fragt Shakespeare also, warum er in diesem Zentrum des Ausbruchs der Pest unbedingt bleibt. Es gefällt mir hier. Antworte einfach nur, ich habe Ausbrüche zuvor überlebt und ich erwarte, dass ich auch diesen überleben werde. Ein leichtes Glimmen kommt in seine Augen mit der Zuversicht auf ein Schicksal, das sich noch nicht erfüllt hat. Es schwindet wieder dahin, so schnell wie es kam, und dieser Anschein des normalen Menschen kommt zurück. Es ist eine verdammte Unannehmlichkeit. Doch was das Privy Council uns mit der Schließung des Globes hier gehen lässt? Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach für einen arbeitenden Schreiber, sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen in Zeiten wie diesen. Und man ist sich sicher, dass er jetzt bereits mehr als genug für ein komfortables Leben verdient hat. Ask about Croft. The diary you found describes things well enough, says Shakespeare resignedly. I met Croft one night at a Mermaid Inn. He started talking to me about Kit Marlowe, which I confess is a bit of a weak spot of mine. I admire Marlowe far, far more than any other modern playwright. He was a huge influence on my own early work. I regret he died before I had the chance to meet him. Croft told me that he had located some fragments of an uncompleted play of Marlowe's, entitled The King in Yellow. He proposed that we work together to finish it as tribute to Marlowe. I am not normally very interested in collaborations, and certainly not with the likes of Croft, who was certainly no poet, but I agreed to do it out of respect for Marlowe. The work soon took a strange turn, however. Croft seemed to begin to believe the fantasies about which we were writing, and I confess that strange visions of the King in Yellow began to haunt my own dreams. Croft eventually suggested that we attempt to contact him. Also Shakespeare meint, die Tagebuchseiten beschreiben das Geschehen schon ganz gut. Man hat Croft eines Abends im Mermaid Inn getroffen und dieser hat dann damit begonnen, über Kit Marlowe zu sprechen, für den man immer schon eine gewisse Schwäche hatte. Shakespeare schätzte Marlowe einfach viel, viel mehr als alle anderen modernen Bühnenautoren. Er war ein großer Einfluss für sein frühes Werk und er bedauert es, dass er starb, bevor er die Chance hatte, ihn kennenzulernen. Croft hat ihm wohl erzählt, dass er einige Fragmente von einem unvollendeten Stück von Marlowe's erhalten hat, mit dem Titel The King in Yellow. Er versicherte Shakespeare, dass sie die Arbeiten zusammen als Tribut an Marlowe beenden würden. Normalerweise wäre er eigentlich nicht an Zusammenarbeiten interessiert und besonders nicht mit Personen wie Croft, der ganz besonders kein Poet war, aber er stimmte dennoch zu, einfach aus tiefem Respekt für Marlowe. Die Arbeit nahm aber dann schnell eine seltsame Wendung. Croft schien an die Fantasien zu glauben, über die sie schrieben, und Shakespeare muss sich selbst eingestehen, dass er selbst seltsame Visionen vom König in Gelb bekam, die ihn in seinen Träumen verfolgten. Vielleicht hat Croft ja sogar erwähnt, dass sie versuchten, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Dann fragen wir doch mal über Marlowe. Ask about Marlowe. Croft had a few fragments of an old diary of Marlowe's,
you say. Oh, Shakespeare says with interest. Yes, it looks like Marlowe had gotten involved with the same forces that undid Croft. In fact, they seem to have been responsible for his death in Deptford. Also, I can speak to the details. Shakespeare looks at you sadly. A pity, but not exactly unexpected news. There was something dangerous, transgressive about Marlowe's work right from the beginning. As I said, I tried to imitate his style in my own early work, but I only led to theatrical gems like Titus Andromicus. He flashes a self-deprecating smile. Titus remains very popular, you say, by way of compensation. Popularity does not always correlate with quality, comes the reply. You should know by now that if London audience get their dose of bloody mayhem and clownish antics, they're willing to overlook just about anything else. He pauses. Still and all, I can picture Marlowe's muse leading him to dangerous places, places that could be dangerous to a man's soul. Apparently, his fascination with the darker aspects of our nature undid him before his time. Perhaps it is for the best that we don't know all the details. Man sagt ihm, Croft hätte einige Stücke aus Marlowes alten Tagebuch. Und Shakespeare gibt mit Interesse ein O zurück. Ja, es sieht wohl so aus, als wäre Marlowe mit denselben Kräften verstrickt, die Croft umtaten. Tatsächlich scheinen sie wohl für seinen Tod in Deptford verantwortlich zu sein. Natürlich kann ich über keine Details sprechen. Shakespeare schaut einen traurig an. Wie schade, aber keine unerwarteten Nachrichten. Da war von Beginn an immer etwas Gefährliches, Grenzüberschreitendes in Marlowes Arbeit. Wie ich schon sagte, ich habe versucht, seinen Stil in meinen Anfängen zu imitieren, aber das führte mich nur zu theatralischen Gemmen wie Titus Andromicus. Er belächelt sich mit einem selbstmitleidigen Lächeln. Titus ist aber nach wie vor sehr beliebt, antwortet man daraufhin. Beliebtheit korreliert nicht immer mit Qualität, erwidert er. Sie sollten wissen, wenn das Londoner Publikum seine Dosis blutiger Verzweiflung und clownischer Possen bekommt, sind sie gerne bereit, alles andere zu übersehen. Er macht eine kurze Pause. Alles in allem kann ich erkennen, dass Marlowes Inspiration ihn an diesen gefährlichen Ort führte. Einen Ort, der gefährlich für eines Mannes Seele ist. Wahrscheinlich raffte ihn diese Faszination für die dunkle Seite der Natur so früh dahin. Vielleicht ist es für uns alle das Beste, dass wir nicht so viel von den Details kennen. Tell about Marlowe. Dann erzählen wir doch mal, was wir über Marlowe wissen. Tell him about Marlowe. Marlowe apparently did try to back out to save himself. But too late, you say. Just like his Dr. Faustus, says Shakespeare sadly. Ja, man erzählt Shakespeare also, dass Marlowe sich aus dem Ganzen gern zurückziehen würde, aber zu spät. Und Shakespeare wieder traurig. Ja, so wie es seinem Dr. Faustus erging. Ask about Moore. Do you happen to know a composer named David Moore? Apparently, he was a regular at Mermaid Inn for many years, up until just recently. Shakespeare thinks for a moment. Ah, yes, I think I remember the fellow you mean. He was actually very talented, as I remember. I always wondered why he hadn't made a better career for himself. Then I began to see that he was, shall we say, not all there all the time mentally, mood swings and so on. An artist cannot afford to over-romanticize his profession. If he wants to be successful, he will need discipline and business sense to go along with whatever talent the Lord blessed him with. Shakespeare stops himself there. Sorry to go off on my soapbox. Is Moore okay? Also man fragt Shakespeare,
Kennen Sie denn David Moore? So wie es aussieht, war er auch Stammgast im Mermaid Inn für viele Jahre. Zumindest bis vor kurzem. Shakespeare denkt für einen kurzen Moment nach und sagt dann, ah ja, ich erinnere mich an ihn. Er war tatsächlich sehr talentiert, so wie ich mich erinnere. Ich habe mich allerdings immer gewundert, warum er nicht eine größere Karriere macht. Aber dann wurde mir klar, dass er, sagen wir mal, nicht immer ganz da war. Stimmungsschwankungen und so. Ein Künstler kann es sich nicht leisten, seine Profession zu überromantisieren. Wenn man erfolgreich sein will, benötigt es Disziplin und einen Sinn für das Geschäftliche, damit voranzukommen, womit einen immer der Herr gesegnet hat. Shakespeare stoppt dann seinen Ausbruch und meint, entschuldigen Sie meine Gedankenlosigkeit, geht es nur gut? So, Mountjoy asked about Mountjoy. You praise the miniature opulence that surrounds you. It is lovely, is it not? Replies Shakespeare. Still, I find it doesn't really suit me. It all feels somewhat overwrought to my sober English sensibilities. I'm actually here for my opportunity to improve my French. Improvement, which Henry V showed to the world that it is in sore need of. My new play Hamlet is based partly on Belleforest Histories Tragedies. The audience will have to decide whatever Madame Mountjoy deserves, it thanks or condemnation. He looks at you keenly, as if challenge you to contradict is a leaked reason for staying here. Man äußert sich also erstaunt über die Opulenz, die einen umgibt. Und Shakespeare antwortet daraufhin nur, ja, ist ganz nett, oder? Aber ich finde, es passt nicht richtig zu mir. Es fühlt sich etwas überbordend für mein nüchternes englisches Gemüt. Tatsächlich bin ich hier wegen der Gelegenheit, mein Französisch zu verbessern. Eine Verbesserung, wie sich der Welt in Henry V. gezeigt hat, tatsächlich in bitterer Not ist. Mein neues Stück Hamlet basiert zu Teilen auf Belleforests Histories Tragedies und das Publikum wird entscheiden, ob Madame Mountjoy Dank oder Tadel gebührt. Er wirft einen kühnen Blick zu, so als wäre die Herausforderung zum Widerspruch der alleinige Grund, warum man denn hier sein dürfte. Damit habe ich ihn jetzt über die Plage, John Croft, David Moore und Mountjoy befragt. Look, Mountjoy's Drawing Room. Examine Shakespeare. Shakespeare is hardly the type to attract attention on first glance. Stooped and balding, dressed neatly but not ostentatiously, one could easily dismiss him as a scribe or clerk who spends his day hunched over dusty parchment. A second glance, however, reveals bright blue eyes of obviously intelligence and a lovely face that seems capable of all the expressions in the world. Also Shakespeare ist wohl nicht der Typ, der auf den ersten Blick Aufmerksamkeit auf sich zieht. So leicht untersetzt und glatzköpfig, mit ganz netter Kleidung, aber nichts Herausragendes, könnte man ihn leicht für einen Schreiberling oder Buchhalter halten, der den ganzen Tag über irgendwelchen Papieren brütet. Einen zweiten Blick eröffnet einem dann die hellen blauen Augen offensichtlicher Intelligenz und das lebendige Gesicht, das die Möglichkeiten, die diese Welt einem bietet, erblicken kann. So, was kann ich hier noch tun? Ask Shakespeare for money. That noun did not make sense in this context. For help. That noun did not make sense in this context. Gibt's irgendwas, was ich ihm geben sollte? Envelope, a rope, candle, knives, stick, four penny. Ah, wir zeigen ihm mal das Messer. Show knife to William Shakespeare. Best to hold on to that. Keine gute Idee. Show Malodiary to William Shakespeare. Best to hold on to that.
Show King in Yellow to William Shakespeare. Best to hold on to that. Also auch nichts. Show Faustus. Best to hold on to that. Okay. Show Croft's Diary. I'm not sure what you are referring. Show Diary. Which do you mean? Marlus Dairycraft's or John Croft's Diary? Okay. Show Croft's Diary. Best to hold on to that. Okay. Okay, wir haben, glaube ich, wieder eine ganze Menge von William Shakespeare erfahren und es ist auch so einiges passiert. Daher beenden wir diese Sitzung jetzt für den Moment. In meiner nächsten Sitzung werde ich mal gucken, ob ich einen Weg nach Bedlam finde. Vielleicht mache ich mich aber auch auf zur Tower Bridge, um mal in diesem Laden, diesen Niederländers, zu schauen. Das werde ich mir noch überlegen. Bis dahin danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt euren Spaß dabei. Lasst mir doch gern auch einen Kommentar da, wie euch das Ganze gefällt. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.